Servus und Hallo zu unserer zweiten Tour um den Oratorenwart im Kötzdinger Land. Wie angekündigt, haben wir in unserer zweiten Tour eine Runde um den im Süden des Ortes gelegenen Keitersberg. Auf den 44 Kilometern hatten wir wieder knapp 1000 Höhenmeter zu bewältigen, aber die Strecken und Wege haben sich als ideales Gravel-Terrain gezeigt. Los geht's! So, jetzt fahren wir erstmal ein Stück Radweg von Hohenwart Richtung Arach. Und vor Arach geht es dann irgendwann rechts den Berg hoch. Bayerischen Wald in der Früh vielleicht nicht ganz so gut ausgeschlafen hat und hier eine Runde dreht, der ist spätestens nach ein paar Minuten fit und wach, als halt in der Regel direkt in einen Anstieg reingeht. Jetzt das erste richtige flache Stück und bei der Gelegenheit gehen wir gleich mal zum zweiten Teil der Besprechung vom Fuji Yari 1.1. Ich habe jetzt schon ein paar Erfahrungen damit gemacht und das schauen wir uns jetzt mal an. So, nachdem ich jetzt einige Ausfahrten mit dem Yari 1.1 hinter mir habe, kommen wir mal zu den Fahreigenschaften und da fangen wir am besten mal mit der Geometrie an. Was hier sofort auffällt, ist die sichere Straßenlage, die der Rahmen vermittelt. Das Handling ist im Gelände als auch auf der Straße sehr gut. Bei hohen Geschwindigkeiten fühlt man sich sicher im Sattel und enge Kurven meistert das Yari auch souverän. Der starke Lenker mit Flairkrümmung vermittelt enorme Lenkerkontrolle, egal wie grob das der Schotter ist. Dazu tragen auch die groben Stollenreifen bei, die aber auf Asphalt durch einen mittig gezogenen Streifen dennoch gut laufen und dadurch sehr wenig Rollwiderstand zeigen. Im Antritt ist der Alurahmen sehr verbindungssteif und bringt die Kraft ohne großen Energieverlust auf die Straße. Was mir noch sehr positiv aufgefallen ist, sind die Dämpfeigenschaften. Trotz der robusten Alulegierung dämpft der Rahmen, aber auch die Gabel harte Schläge gut ab. Insgesamt macht das Yari einen sehr positiven Eindruck. Zur Geometrie möchte ich generell noch sagen, dass es von immenser Wichtigkeit ist, dass man für sich die richtigen Rahmengröße gefunden hat. Erst dann kann man die Fahrdynamik eines Rahmens voll ausnutzen. Deshalb finde ich top, dass das Fuji Yari in insgesamt 7 verschiedenen Rahmengrößen erhältlich ist, also von 46 bis 60 cm Rahmenhöhe. Zu den GRX-Schaltkomponenten von Shimano brauche ich nicht viel sagen. Schaltung und Bremsen arbeiten gewohnt zuverlässig und präzise. Die Übersetzungsbreite von 48,32 vorne und 11,34 hinten lässt keine Wünsche offen und stellt in steilen Anstiegen oder schnellen Abfahrten den passenden Gang zur Verfügung. So, das waren jetzt mal meine subjektiven Fahreindrücke und in der nächsten Folge gibt es dann noch ein Gesamtfazit zum Fuji Yari 1.1. Den toten Brettern, das hat folgende Bewandtnis, wurde uns erzählt, dass früher, wenn die Leute im Winter gestorben sind, konnte man die ja nicht vergraben, also hat man dann den Leichnam auf so einem sogenannten Totenbrett aufgebahrt und erstmal ja, aufbewahrt bis ins nächste Frühjahr, bis man dann den Toten bestatten konnte.
Und als Tradition hat man dann eben diese Totenbretter aufgestellt. Und man sagt, erst wenn die verwittert sind, findet der Geist seine Ruhe und ja, kann in den Himmel einkehren. Nichtsdestotrotz werden die Bretter natürlich schön gepflegt. Und das heißt, viele Geister schwirren hier noch durch den Bayerischen Wald. So, hier im Eck, der Ort heißt so, fahren wir so ein kleines Stückchen Asphalt. Bevor es dann gleich links wieder abgeht zum Graveln. Den ersten Anstieg haben wir jetzt fast geschafft und bisher muss man sagen, ist die Strecke sehr gut. Also wir sind beide sehr zufrieden damit. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen, wie es dann nachdem wir oben angekommen sind, wie es dann weitergeht. Wir haben jetzt hier mit dem Wetter wirklich Glück gehabt. Durchgehend 3 Tage schönes Wetter. Also von morgen soll es auch noch mal schönes Wetter geben. Und ihr wisst ja, das ist nicht immer so. Das heißt, mit dem Gravelbike fährt man halt auch mal bei Regen und Schlamm. Und da ist es halt so, dass die Kette gern verklebt oder verdreckt. Und wie man jetzt die Kette reinigt oder generell, was man zu beachten hat, wenn man ein Fahrrad einfach mal sauber reinigt und danach wieder gut pflegt. Da habe ich euch einen Einspieler gemacht und das schauen wir uns jetzt mal an. Zum Thema Radpflege möchte ich euch ein paar generelle Tipps geben. Erstmal ist es wichtig, dass wenn man mit Schmiermitteln und Ölen hantiert, dass man immer den Umweltschutzgedanken im Auge behalten sollte. Heißt, dass man am besten entweder auf einer versiegelten Fläche mit dem entsprechenden Unterlage arbeitet oder das Rad direkt in einer Autowaschkabine wäscht und pflegt. Etwaige Tücher, Lappen, Schwämme, die Ölrückstände aufweisen, die gehören natürlich in Sondermüll. Also ich möchte euch ein paar Pflegemittel für die einzelnen Komponenten und Bauteile vorstellen, wie jetzt hier anhand der Brunox-Produkte, da an einem Rad natürlich viele verschiedene Bauteile montiert sind, die verschiedene Materialien aufweisen, gibt es natürlich für jede Komponente das richtige Pflegemittel bzw. Produkt. Ich habe hier jetzt zum Beispiel zur Vorwäsche den Brunox Bike Washer. Mit dem kann man das Bike erstmal komplett einsprühen. Dann sollte man 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Dann mit einem starken Wasserstrahl keinen Hochdruck abspritzen. Danach mit einem Schwamm etwaige Schmutzrückstände noch abwaschen und dann ist das Rad schon mal gut vorgesäubert. Jetzt müssen natürlich alle beweglichen Teile wie Kette, Ritzel, Narben etc. wieder geölt werden. Dazu habe ich hier zum Beispiel das Top-Cat-Öl, das übrigens auch für E-Bikes und Motorräder geeignet ist. Wichtig bei der Kettenpflege ist, dass man auf hochwertige Öle zurückgreift, die allwetterfest sind und lange Schmierintervalle zulassen. Hier das Brunox Topcat verspricht zum Beispiel auch eine gute Kettenführung bei Minustemperaturen.
Ein Produkt, das ich persönlich eigentlich für alles im Gebrauch habe, ist das Turbospray, das also sehr gute Kriecheigenschaften besitzt und auch Bauteile gut schmiert und ölt, die jetzt eher schwer zugänglich sind, wie zum Beispiel die kleinen Teile vom Schaltwerk oder die Innenzüge. Zudem eignet sich das Turbospray auch sehr gut zur Behandlung von Rahmen, also Alurahmen bzw. Chromteilen. Natürlich gibt es dann auch noch Pflegemittel für zum Beispiel Carbonrahmen. Das ist also hier eine spezielle Carbonpflege. Oder eben dann hier für die Bremse, für die Bremsscheiben, Bremsenreiniger, der also vielleicht vom Ölern oder Einfetten der Kette Tropfen, Öltropfen, Schmiermittel von der Bremsscheibe und Bremsbelag gut entfernt. Insgesamt bietet Prunox ein sehr umfangreiches Programm, was Fahrradketten, Öle, Schmiermittel, Pflegemittel betrifft. Aber ich würde sagen, schaut einfach mal selbst auf die Homepage des Herstellers www.prunox.de. Dort findet ihr mit Sicherheit das passende Produkt für das, was ihr vorhabt. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick über die Produktpaletten, die also auf dem Markt angeboten werden. Und wie gesagt, durch die verschiedenen Bauteile, Materialien, was wir mittlerweile an den Rädern verbaut haben, sei es Carbon, Alu, Kunststoff, was auch immer, da gibt es für jedes einzelne Teil, für jedes einzelne Material oder für jede einzelne Materialien die richtigen Pflegemittel, weil es soll ja auch nicht zu aggressiv sein. So, das war es jetzt mal von mir zum Thema Pflegeprodukte und jetzt geht es dann weiter auf der Strecke um Hohenwart. Einen etwas unfreiwillig längeren Aufenthalt beim Dorfwirt in Armbruck geht es jetzt weiter hier erstmal über den Radweg Richtung Wetzel. Da erwartet uns noch mal zwischendrin ein kleiner Berg und ja, von dort aus geht es dann weiter über das Geodätische Observatorium nach Bad Kötzting und dann wieder langsam nach Hause, nach Hohenwart. So, hier sind wir jetzt am vorhin angekündigten letzten Anstieg und ja, schauen wir mal, wie er wird. Jetzt haben wir uns tatsächlich ein wenig verfahren. Beziehungsweise die eingezeichneten Wege sind keine. Schauen wir mal, wo wir da am Ende rauskommen. Irgendwo wird es immer weitergehen. Da sollte da oben ein Querweg kommen. Ein Querweg. Wollen wir es hoffen. Ich hab's gleich gesagt, wir hätten von Anfang an Straße nehmen sollen. Ja. Aber du, nein, da fahren wir noch durch. Es ging gut los. War ein schöner Schotterweg. Alter. Ja, wie wir gesehen haben, hatten wir uns dann leicht verfahren. Also wir empfehlen hier von Rappendorf über Leckern nach Wettstedt zu fahren. Das kürzt die Runde nicht ab, ist aber durchgehend zu befahren.
Hier links von uns ist jetzt die geodätische Station Wetzell, nach der auch ein kleiner Planet oder so Protoplanet benannt ist. Schon beeindruckend. Also an Wetzell sind wir vorbei. Jetzt geht es eigentlich fast nur noch bergab Richtung Bad Kötzting. Und von dort fahren wir dann den weißen Regen wieder Richtung unseren Wohnort, Ferienort Hohenbad. Hier sind wir jetzt am Planetenweg. Wie lang ist der ungefähr? Das weiß ich doch nicht. Haben wir doch geschaut. Keine Ahnung. Und der geht also von Wetzell bis nach Bad Kötzting. Und hier sind halt quasi alle 2 Kilometer, kann man sagen, solche Informationssäulen platziert, wo man einiges über unser Planetensystem nachlesen und erfahren kann. Von Bad Kötzting geht es jetzt am weißen Regen vorbei und hier sind also wirklich schöne Wiesenwege. So, das war jetzt unsere 2. Tour im Kötzinger Land und das nächste Mal haben wir noch eine etwas flachere Runde am Weißen Regen entlang am Start. Diese Tour ist dann auch sehr gut als Familienrunde mit dem Trekkingrad oder Alltagsrad zu bewältigen. Und das war's jetzt von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!